Ja, hallo liebe Campingfreunde, ihr seid mal wieder hier bei Van Fan. Ich bin der Aki. Wie der Titel schon sagt, heute vergleichen wir mal den Chanson Twist V697 mit dem Pössl. Warum Pössl? Klar, weil der Pössl momentan noch mein Favorit ist. Also vergleiche ich jedes Fahrzeug, in das ich reingehe, natürlich mit dem Pössl Road Cruiser. Das ist momentan noch mein Favorit. Wir haben ja seit der letzten Zusammenfassung einige Tage vergehen lassen, einige Videos. Deswegen werde ich euch am Ende von diesem Video eine neue Zusammenfassung zeigen. Ob dann der Pössl immer noch mein Favorit ist oder nicht, vielleicht ein anderer. Seid mal gespannt. Aber zuerst gehen wir bei dem herrlichen Wetter mal noch ein bisschen raus. Ich zeige euch mal wieder ein Stückchen von unserer Gegend hier zwischen Hegau, Donau, Rhein und Bodensee. Kommt einfach mal mit. So, auf der einen Seite hier die Grenze zum Hegau und auf der anderen Seite, da nehme ich euch jetzt gleich mal mit hier runter, hier ist der Rhein. Also da gehen wir jetzt mal hier so einen kleinen Geheimweg, den kennt nicht jeder. Ich nehme euch mit. Ja, der Rhein ist auch nicht weit weg von uns. Wir haben nicht nur den Bodensee im schönen Hegau, sondern auch hier nur ein paar Kilometer weiter. Dann ist der Rhein hier. In diese Richtung geht es zum Rheinfall. Da habe ich mich ja schon mal gemeldet. Und in diese Richtung geht es zum Bodensee. Da fällt einem noch nichts mehr ein. Bei dem herrlichen Wetter, mittags um 3, wir sind hier ganz alleine. Ja, das nächste Fahrzeug, das wir hier besichtigen werden, ist der Chanson V697 Special. Special Edition hier mit Navi, Kamera, 130 PS. Wir haben Klimaanlage, Tempomat, schwarzer Kühlergrill, wie wir hier sehen können, Alufelgen. Also da ist wirklich einiges integriert. Wir haben hier auch wieder die breite Drittstufe. Was Schönes. Wir haben hier die Fächer wieder nach außen hin. Hatten wir ja schon im Livingston damals gesehen. Die sind eigentlich sehr ähnlich, was das anbelangt. Hier sehen wir wieder schön viel Platz zum Rausfahren, auch wenn man draußen grillen möchte. Was cool ist, den Tisch, wo ihr hier seht, auch wieder mit Ausfahrplatte für den Beifahrer, den kann man abhängen und kann ihn hier dran machen. Das heißt, man hat dann draußen schon den Tisch, drinnen mehr Platz. Also das finde ich eine richtig coole Lösung. Ist jetzt nicht jedermanns Geschmack hier, diese Fläche. Aber den gibt es ja auch noch in anderen Ausstattungsvarianten. Kein Problem. Wir sehen hier wieder eine Klappe. Der ist eigentlich ähnlich wie der Livingston. Ich möchte fast behaupten, dass die im gleichen Werk gebaut werden. Das ist jetzt eine Behauptung von mir, aber es sieht alles sehr, sehr ähnlich aus. Ähnliche funktionalen Griffe wie jetzt auch im Livingston, im Rollerteam. Aber hier jede Menge Platz, schön gelöst. Auch sehr edel verarbeitet, was das anbelangt. Wie im Livingston auch wieder hier diese Lederoptik. Wunderbar. Also hier hat man echt hammermäßig Platz. Sehr, sehr geschmackvoll. Also den werden wir ja testen. Da haben wir ausgiebig Zeit, um Fahreigenschaften, Schlafeigenschaften und. Und natürlich auch mit dem Campsleep-Bett, das wir ja schon getestet haben oder besichtigt haben. Da werden wir dieses Fahrzeug mal ausgiebig begutachten. So, hier haben wir wieder einen Zweiflammenkocher mit Piezo-Zündung. Ein schönes Waschbecken hier. Also das ist wirklich sehr edel gehalten, zusammen hier auch mit der fehlenden Erweiterung, wollte ich gerade sagen. Da ist keine. Ja, die fehlt natürlich, wenn es hier Schubladen hat. Ansonsten macht es hier einen guten Eindruck. Auch wieder wie im Livingston hier diese kleinen Details, diese Haken für Geschirrhandtücher. Und hier dann auch wieder hier fürs Besteck. Wir haben ein Navigationssystem integriert und auch eine Klimaanlage. Also von dem her ein gutes Ausstattungspaket für das Auto. Und für vor allen Dingen für den Preis, was das anbelangt. So, wir haben hier wieder einen Kühlschrank. Einen Absorberkühlschrank. Mit einem kleinen Eisfach, aber jede Menge Platz. Gut, das Eisfach hätte man sich dann eigentlich auch sparen können. Da bringt man zwei Eis rein und dann war es das. Über dem Kühlschrank haben wir hier noch ein kleines Fach und unter ihm ist dann dieser Kleiderschrank wieder. Das ist immer ein Kleiderschrank.
Also da ist dann auch wieder jede Menge Platz. Wie ihr wisst, im Livingston war eine Schiebetüre, die haben wir auch hier wieder drin. Hier ist die Entriegelung und dann kann man das hin und her schieben. So, was man jetzt natürlich nicht darf, ist auf dieser Position das Waschbecken einfach stehen lassen und der Wasserhahn tropft schön vor sich hin, dann hat man hier die Sauerei. Aber wie auch schon im Livingston, vom Platz her ist das kein Problem, ich kann hier drinnen duschen. Dann haben wir hier auch wieder unseren schönen Platz hier für die Badeutensilien. Da ist ja genügend Platz. Was mir wieder schön gefällt, ist eben das große Fenster. Das hatten wir ja im Livingston genauso. Also der Chanson ist doch ziemlich baugleich, was das anbelangt. Also man kann ja sowohl quer wie auch längs schlafen. Ist überhaupt kein Problem. Da hat man jede Menge Platz. Also längs schlafen geht auch. Die Matratzen liegen jetzt einfach so, aber das sind definitiv Längsschläfer. Ja, hinten angekommen am Chanson haben wir dann auch wieder diesen ganzen Stauraum hier, der ziemlich verbaut ist. Also Tetris lässt grüßen. Aber ich habe mir sagen lassen, man kann jedes einzelne Element hier demontieren, anders zusammenbauen oder was auch immer. Also dieses Brett hier kann man rausnehmen. Das sind zwei übrigens. Hier ist eins, da ist eins. Man kann jedes einzelne rausnehmen. Man kann auch diese Schränke hier kann man einfach rausnehmen. Die sind einfach reingeklickt und kann sie komplett entnehmen. Und somit hat man dann eine große Ladefläche. Von der Verarbeitungsweise muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir der Livingston ein bisschen besser. Die Ausstattung ist ja ähnlich, die Aufteilung gleich. Da gefällt mir der Livingston ein bisschen besser von der Verarbeitung her. Preislich schenken die beiden sich ja nichts, ne, was das anbelangt. Auch hinten wieder hier, diese Verarbeitung ist wirklich toll. Da gibt es nichts. Also ist zwar Kunststoff hier, aber das sieht wirklich edel aus. Man hat auch genug Platz hier, wenn die Türen zu sind. Zeige ich euch gerade mal. Was bei vielen ja immer das Problem ist, dass man hier mit den Füßen anstößt oder mit dem Kopf. Und das ist hier durch diese Erhöhung von diesem Kunststoff, ist das nicht mehr ganz so die Gefahr. Also das ist eine gute Lösung. Ansonsten hat es hinten hier ein paar Fächer auch an der hinteren Seite, ein paar Geheimfächer, wo man das Handy aufladen kann, wie auch immer. Wir sehen hier, Antenne, 220 Volt und 12 Volt. Wir sehen da drüben nochmal ein Thermostat. Wir sehen einen 220 Volt und einen Lichtschalter. Also von der Steckdosenzahl her habe ich ja schon ein paar Mal festgestellt, dass die Kastenwagen da sind alle recht gut ausgestattet sind und den Teilintegrierten an nichts hinterherhinken. Ja. Ja, auch hier die kleinen Details, wieder die LED-Lampen auf beiden Seiten, so kleine Leselampen. Ob das Fahrzeug dann definitiv auf meine Liste schaffen wird, werden wir sehen, nachdem wir es getestet haben. Ja, das war es wieder im Chanson Twist V697 Special Edition. Ja, wie ich schon vorher erwähnt habe, wir testen den ja bald übers Wochenende. Wir wollen das Campsleep-Bett testen, ausgiebig. B, wir wollen natürlich auch diesen Chanson testen, weil dann testen wir nämlich gleich zwei Fahrzeuge in einem. Der Livingston vom Rollerteam, der ist fast identisch. Deswegen war diese Roomtour heute auch nicht ganz so umfangreich, weil ich möchte euch ja auch noch ein bisschen was zeigen, wenn wir das Auto testen. Ja, wie ich am Anfang vom Video ja schon erwähnt hatte, habe ich eine kleine Zusammenfassung wieder gemacht über die Autos, die ich bis jetzt gesehen habe. Knaus, Adria, auch der Chanson. Das möchte ich euch jetzt mal kurz zeigen, wie da der Zwischenstand ist. So, dann werden wir mal hier schauen, wo stehen wir denn? Ihr seht, der Pössl ist natürlich hier noch nach wie vor hier auf Nummer 1 mit 239,4 Punkten insgesamt. Wir haben auf Nummer 2 immer noch den Rollerteam Livingstone, der ja baugleich ist, wie gesagt, mit dem Chanson, aber mir persönlich einfach ein bisschen besser gefällt vom Design her. Und dann haben wir als nächstes hier schon den Adria SLX. Schon ein bisschen abgeschlagen, würde ich sagen. Dann haben wir hier noch unseren Malibu, der ganz weit abgeschlagen ist. Aber nicht wegen der Ausstattung, nicht wegen der Qualität, ganz einfach, der sprengt unser Budget, ne? Was das anbelangt. Wie ihr seht, ich habe die Preise hier und das Budget natürlich jetzt mal ausgeblendet. Zwecks Datenschutz natürlich, sicher ist sicher. Dann haben wir ja noch den Knaus, den Boxster Freeway. Für den habe ich ganz, ganz viele Kommentare bekommen. Der hat euch wirklich super gefallen, von der Raumhöhe, vom Konzept her. Mir auch, muss ich ganz ehrlich sagen, ein tolles Auto. Ich habe mich da richtig drinnen wohlgefühlt. Er hat aber nicht die höchste Punktzahl bekommen von uns, einfach auch wegen dem Preis. Er sprengt unser Budget.
Ja, das war es eigentlich zu dem Thema. Den Chausson, den werden wir testen, der ist noch nicht auf der Liste. Ihr seht, Pössl Road Cruiser ist nach wie vor die Nummer 1. Es werden jetzt aber noch einige folgen. Im nächsten Video kann ich euch jetzt schon versprechen, wird es einen besonderen Kastenwagen sein, in den ich hier reinsteige. Und zwar Globetraveler Z mit Einzelbetten. Ein ganz anderes Konzept wie jeder andere Kastenwagen. Da freue ich mich schon drauf. Da bin ich echt mal gespannt. Noch eins muss ich loswerden. Ich danke euch vielmal für die unglaubliche Resonanz. Ich freue mich über jedes positive Kommentar. Ich danke euch tausendmal. Knapp 500 Abonnenten, 470 sind es jetzt genau. Also sollte ich die 1000 knacken bis zur Messe, dann lasse ich mir richtig was einfallen. Das ist definitiv so. Also liked mich, abonniert mich, schreibt mir fleißig weiter und besucht meine Homepage. Die ist verlinkt hier unter den Kommentaren. Oder die Facebook-Seite, die noch sehr jungfräulich ist. Da hat es noch ein paar erst, die das wissen überhaupt. Verlinkt euch einfach, befreundet euch mit mir über Facebook. Dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Ich freue mich auf jeden Fall von euch zu hören. Bis dann, euer Aki.